Die Souvenirs zu Hause erzählen von den vielen Reisen in Sachen Fußball. Holger Obermann hat selbst gespielt als Torwart. Anfang der 1960er Jahre war er einer der ersten deutschen Fußballer in den USA. Nach der Arbeit als Fernsehjournalist begann er seine Tätigkeit als Fußballentwicklungshelfer. An rund 30 Orten war er im Einsatz. Immer lag ihm dabei der Nachwuchs besonders am Herzen. In Bangladesch, in Malaysia, Sri Lanka, auch auf dem afrikanischen Kontinent, in Kamerun und Gambia. Besonders prägende Erlebnisse verbindet Holger Obermann mit Afghanistan. Nach der Schreckensherrschaft der Taliban war er einer der ersten, der sich um den Wiederaufbau der Fußballstrukturen in dem Land am Hindukusch kümmerte. Das erste Fußball-Länderspiel nach über 25 Jahren gegen Turkmenistan organisierte er mit. Auch dafür bekam er 2004 die Ehrenmitgliedschaft des afghanischen Fußballverbandes verliehen.